Hi Leute, ich bin Mailand und willkommen zurück zur Propellermütze. Wir schauen uns heute die zweite Iteration des überwältigenden Feuermodus an, sprich die Autokanonen gehen in die nächste Runde. In der ersten Iteration durften wir bereits die Flakmaus mit einem Doppelgeschütz testen, den Thunderclap mit einer Schnellfeuer-Großkaliberkanone und den Hailstorm hier, den Sheridan mit der Gatling-Gun. Hat enorm Spaß gemacht, war ein ganz anderes Spielgefühl, ein ganz anderes Spielerlebnis, als wir es so in World of Tanks kennen. Und dieser Modus wurde nun um einige Panzer erweitert, wie zum Beispiel ein Jagdpanzer E-100 mit einer Gatling-Kanone, eine Vierlingsflak sozusagen. Also irgendwie, das hat er jetzt kaum was mit World of Tanks zu tun, ja. Anti-Air-Geschütze, also Flugabwehr in World of Tanks, okay, für mich ein bisschen weit hergeholt. Und vor allem eine Raketen-Arti. Was zur Hölle ist das denn bitte? Ich hole mal hier ganz kurz ein Stückchen weiter aus. Ich dachte, als dieser Modus das allererste Mal angekündigt wurde, dass es sich dabei um einen reinen Testmodus handelt. WG möchte jetzt, weil sie neue Panzer ins Spiel einführen möchten, diese Mechanik der Autokanonen testen und optimieren und einfach auch Feedback der Spieler dazu sammeln. Ich dachte, einzig allein und dafür wurde dieser Modus jetzt das erste Mal implementiert. Nun sehe ich aber, beziehungsweise kann ich mir schwer vorstellen, dass solche Fahrzeuge oder überhaupt solche Mechaniken mit solchen Autoloader-Raketen oder mit irgendwelchen Vierlingsflaks oder selbst Gatling-Kanonen einen Platz im Spiel haben werden. Also für mich geht das irgendwie in World of Tanks nicht auf. In War Thunder, da wo man Flugzeuge, Helis hat und so weiter und auch sehr viele sehr leicht gepanzerte Fahrzeuge, gerade dann Richtung moderne Ära oder Beginn ab Kalten Krieg, da mag das hinhauen, aber hier in World of Tanks passt das irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und ich frage mich jetzt, was das Ganze soll. Soll das für immer so ein gesonderter Spaßmodus bleiben, in dem man halt einfach mal so ein, ja, austesten könnte, was wäre wenn sozusagen? Oder testet man hier tatsächlich Mechaniken und erleben wir hier quasi eine Vorschau auf die Zukunft in World of Tanks? Gibt es vielleicht irgendwann einen World of Tanks 2.0 mit modernen Fahrzeugen? Ich weiß nie. Wie dem auch sei, wir testen heute die neuen Fahrzeuge und ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Wir steigen direkt ein mit dem Sturmgeschütz auf E-100. Ein Jagdpanzer E-100 mit 50 cm Kanone. Davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das geht gut ab. Durchschlagswerte 230 auf der Standard-Muni, also auf der Standard-AP mit 800 Meter Meter pro Sekunde Fluggeschwindigkeit und eine APCR mit 300 Durchschlag, dafür aber halt halbiertem Alpha-Schaden. Okay, ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß auch nicht, wie sich die Panzerungswerte hier gestalten. Die waren in der ersten Ausgabe alle rein fiktiv. Da hatte zum Beispiel die Flakmaus am Turm gar keine Panzerung und ich glaube, das könnte sich hier jetzt fast ähnlich gestalten. Ich halte einfach mal drauf. 1200 Schaden, ich habe ja... okay, ich muss erstmal klar. Was ist das hier? Hier alles weiß einfärben und dann könnte es auch eine Szene aus Star Wars sein, wa? Was zur Hölle? Ich habe doch jetzt nur eine Sekunde reingehalten. Okay, das ist enorm verrückt. Friss, Bruder, friss. Okay. Panzerungswerte scheinen beim Jagd hier erstmal ganz gut zu sein. Wahrscheinlich wird die Lower Plate an der Weak Spot sein. Würde ich jetzt mal annehmen. Dann haben wir den EBR und jetzt schießt die Flak-Abi auf mich. Junge, die macht aber gut Damage. Einmal 180, einmal 300, einmal 14. Okay, das scheint wieder sehr vorhersehbar zu sein. Achso, ich habe ja auch ein Repair-Kit. Oh Gott. Da muss ich schon jemand holen, hoffe ich. Zack, ihm noch 600 gedrückt. Gar kein Problem. Er droppt sich darunter mit seinem EBR. Sehr geil. Also was ich gleich sagen muss mit diesem Modus, was WG wieder geschafft hat, ist es, jeden Spielertyp in diesem Spiel abzuholen. Du hast die Jodler, du hast die Arti-Spieler, dann hast du die Leute mit ihren dicken Jagd-Aces und so weiter und so fort. Jeder kann sich hier einfach austoben. Und das ist doch wunderbar. Genau so sollte es doch sein. So, TVP, möchtest du mir helfen und vielleicht diesen Jagd hier beschießen? Wenn wir Glück haben, dann dreht er sich um und dann können wir ihn nämlich im Sandwich löten. Naja, noch keinen Bock, der Kollege. Na gut. Oh! Junge, wie das Ding reinhaut.
Holy shit, jetzt wäre ich aber hier weggejodelt. Okay, gut. Vierlingsflak in meinem Rücken, das ist, glaube ich, auch nicht ganz so gesund. Dreh mal rum, Kiste. Dreh mal rum, dreh mal rum, dreh mal rum. Wen fokussiere ich denn hier? Vielleicht den Kollegen. Zack, er ist raus. Jetzt habe ich aber den noch eine Vierlingsflak in meinem Rücken. Junge, das sind ja alles Vierlingsflaks hier, überall um mich rum. Okay, du fährst auch da rum? Ja, klasse. Dann kann ich die direkt hin rumdrehen. Ja, ja, tut weh. Die hat auch gut Durchschlag, glaube ich, diese Flak. Oder scheint mir zumindest so, als hätte die gut Durchschlag. Und da kommt der Big Boy. Düdem, düdem. Ich merke auch gerade, ich habe keine Gun Depression. Okay, und ich habe auch gar keine Panzerung. Aufbau konnte ich ja gerade durchlöten mit 230 Durchschlag. Okay, gut. Zum einen, was BG immer schafft, ist jeden Spielertyp einzuholen. Ja, abzuholen meine ich. Und zum anderen, was WG auch immer schafft. Huch! Warum guckt denn das in eine andere Richtung? Habe ich was verpasst? Hat es mitgefeuert? Hat sich dieser kleine Turm da oben mitbewegt? Egal. Und zum anderen schafft es WG in jedem Monus Minen irgendwie unterzubringen. Die bekloppteste Karte überhaupt. Okay. Ja, Leute, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann das erstmal gar nicht kommentieren. Wir fahren jetzt die anderen Tanks und dann versuche ich mal irgendwie ein paar Worte oder das Ganze in Worte zu fassen. Okay. Vierlingsflak ging ab. Let's go, probieren wir das mal aus. Ich denke, der Vierlingsflak, ich versuche den Hintergrund so einer Vierlingsflak nachzuvollziehen. Warum Anti-Air auf einmal in World of Tanks? Und warum Raketen vor allem? Die Arti wird dann auch sehr lustig. Wir haben jetzt 180 Durchschlag, was gar nicht so wenig ist. Eine 23 mm oder 4 23 mm sollte ich sagen. Und 230 auf der APCR. Aber dann wieder mit halbem Durchschlag, mit halbem Schaden sozusagen. Okay, gut. Ja, dann jodel ich mal da oben in die City rein und schau mal, was mir da so entgegenkommt. Das heißt, ich möchte den Light Tanks begegnen. Meine Panzerung kann ich jetzt gerade gar nicht einschätzen, aber ich glaube an der Wanne, da geht ein bisschen was. Das Ding ist mobil. Okay, ja klar, ist doch eine, was ist denn das, eine Objekt 140 Wanne? Yep, das ist Objekt 140 Wanne. Jo, das ist ja quasi ein Medium. Oh, das war mir gar nicht bewusst. Ja, ich bin sozusagen ein leichter Panzer. So, und habe jetzt wieder eine Magazinmechanik, glaube ich. Oder ist das eine Überhitzungsmechanik? Ja, schieße ich mal noch nicht drauf. Ich warte mal ab. Jo, das Ding ist sehr mobil. So, EBR, hast du Bock? ...91 Schaden. Egal, es knallt, es kracht und überall fliegen Funken durch die Gegend. Das war's wert. Junge, was zur Hölle. Okay, das waren keine 1000 noch was, das waren 900 noch was. Trotzdem, haut gut rein. Okay, also man möchte damit im Nahkampf spielen und da der Durchschlag halt echt mangelhaft ist, möchte man auch versuchen, irgendwie ans Heck der Gegner zu gelangen. Ich sehe den Kollegen links von mir, aber ich denke, der hat gleich ein kleines Problem, wenn wir den hier wegjodeln. Oh mein Gott, 1000 Schaden. Einfach so. Der Thunderclap, ich glaube, der lädt mir weiter nach jetzt erstmal. Oder er hat schon wieder nachgeladen, okay. Der hat da wieder eine Vierlingsflak im Rücken. Die ist leer, dann übernehme ich jetzt mal wieder. Let's go, Arti Young. Okay, die Soundeffekte sind anders wild auf jeden Fall. Ne? Wie das reinhaut mit dieser Gatling Gun, ich find's cool. Die Arti wurde einfach nur demontiert. Tschüss. Gut, auf Range natürlich weniger effektiv, weil das Gunhandling dann so schlecht wird, der Zielkreis so weit aufgeht. Aber krass, verrückt. Also WG versucht ja auf unterschiedliche Arten und Weisen die Panzer zu balancen. Einmal über Magazin, einmal über eine Überhitzungsmechanik. Das war, glaube ich, beim Cherry dann der Fall, also bei dem XM, den wir jetzt hier gar nicht dachten. Oh, Hailstorm heißt er, genau. Und dann über Gunhandling. Also dass der Zielkreis irgendwann so groß ist, dass du die linke Maustaste gar nicht gedrückt halten kannst, weil du einfach nichts mehr triffst. Und hier scheint das so ein Mix aus Magazingröße und Gunnelling zu sein. Aber Gunnelling spielt natürlich keine Rolle, wenn du deine Kanone in den Gegner inserierst, sozusagen.
Ja, 1000 Schaden, das nehme ich mit. Das ist doch okay. Gut. So, da ist der Jagd-E. Ich sollte vorsichtig sein, weil, wie ich gemerkt habe vorhin, Jagd-E kann sehr böse sein. Ja, dann löschen wir doch erstmal die Arte. Jetzt stehe ich hinter dem Jagdpanzer EN-100. Der kann sich jetzt gern zu mir umdrehen, dann fahre ich einfach weg. Das ist in Ordnung für mich. Nehme den Thunderclap. Nehme ihn noch mit. Stecke ihm auch hinten nochmal das Rohr rein. Gott. Nicht in Tunnelblick verfallen. Der Jagd, der verfolgt mich nämlich. Okay. Ja, die Soundeffekte. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin kein Militärexperte. Aber für mich klingt das alles noch ein bisschen zu lasch, muss ich sagen. Das ist alles noch nicht ganz das Wahre. Es klingt cool, aber irgendwie habe ich den Eindruck, das könnte noch cooler klingen. Versteht ihr, wie ich meine? Klingt das so? Das klingt wie so ein Fahrrad mit so einem lauten Leerlauf, welches einfach voll durchdreht, halt sozusagen. Komm, löte mich, Jagd, ey, löte mich. Oh, Bruder, okay. Also ich habe jetzt damit eine ähnliche Kanone wie mit dem Jagd-E, bloß halt nicht so viel Durchschlag, nicht ganz den Damage-Output, bin dafür aber um einiges flexibler und mobiler. Das macht Spaß. Die Feelings-Flak geht richtig gut ab. Geil. Sehr cool. Spiel ich sogar, oder hat mir jetzt ein bisschen besser gefallen als der Jagd-E, muss ich ehrlich gestehen. Witzig. Weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Ach, wir gehen. Führt ja sogar hier noch irgendwelche Sachen an. Schwache Panzerung, mittelmäßige Durchschlagskraft. Okay, gute Manövrierfähigkeit, schnelle Feuerrate, Feelingsgeschütz. Ja, gut, das haben wir jetzt mitbekommen. Ja. Dann würde ich sagen, probieren wir den Jochen mal aus hier. EBR, wir haben jetzt hier beste ultimative Geschwindigkeit. Okay, schwache Panzerung, mittelmäßige Durchschlagskraft. Okay, ich bin gespannt. Wenn man das Ganze oder diese Mechaniken jetzt versucht, auf das normale World of Tanks, also unser World of Tanks quasi zu beziehen, dann wird ja eigentlich schnell klar, dass es nicht wirklich aufgehen kann. Ne? Also, dass es ja irgendwo dann Grenzen gibt. Stellt euch mal vor, jedes Geschoss könnte einen Critical Hit verursachen. Und du wirst ja dann mit einer Salve 200 Geschosse los oder 500 Geschosse los. Dann ist ja in dem Panzer nach einer Sekunde alles tot und jedes Modul ist beschädigt. Also wahrscheinlich schon das Emmerich hochgejagt oder der Panzer ist längst abgefackelt. Also, ich verstehe immer noch nicht, wo Wargaming damit hin möchte. Okay, wir haben jetzt 200 Schaden pro Sekunde, 150 Pen, eine relativ langsame Granate. Und darf hier 200 Pen auf der ABCR. Gut, wir sind dafür aber halt mit Abstand der schnellste. Ja, wunderbar. Sehr geil, gleich mal hier drüber gelauncht. Und das ist, glaube ich, wieder keine Überhitzungsmechanik, sondern eine Magazinmechanik sozusagen. Der lenkt direkt da. Das ist nicht der EBR vom Fahrgefühl, den man aus dem Random kennt. Er lenkt ein bisschen anders. Ich habe quasi die gleiche Manövrierfähigkeit im Speed-Modus, wie ich in dem anderen, im normalen EBR im Mobilitätsmodus habe. Okay, gut. Unser Jochen ist da direkt mal reingekracht. Ich fahre einfach hinten an die Gegner ran und guck mal, was ich hier so machen kann. So, den kann ich gar nicht durchschlagen. Okay, verrückt. Den kann ich durchschlagen. Erstmal ein paar Bäume fällen, warum nicht? Okay, das ist wirklich nicht effektiv hier auf Range, auf gepanzerte Ziele, das bringt gar nichts. Ja, aber das ist dann wiederum auch ganz witzig. Man kann einfach davonfahren, weil die mit ihren Autokanonen einfach nichts treffen können. Dann würde ich mich sagen. Einfach nochmal draufhalten, weil es Spaß macht, weil es so geil ist. Würde ich sagen, ich gehe mich mal da drüben mit den Zielen aus meiner Gewichtsklasse anlegen und versuche mal unsere Artis hier im Spiel zu halten. Komm her, EBR 40, ich hol dich. Ah, jetzt verstehe ich das erst. Die Zahl ist jeweils das Kaliber, ne? Jawohl, nee, nicht ganz. Gelöscht. Geht. Ja, ne, das geht dann auch ganz schön schnell, sobald halt ein Gegner irgendwie mal falsch steht oder von mehreren Kanonen beschossen wird. Skaliert sehr schnell auf jeden Fall. Sehr stark. So, die Jagd-Ace, die geben sich die volle Dröhnung gegenseitig, jawohl. Und ich guck mal, was es hier drüben so zu entdecken gibt. Jawohl, TVP ist schon am Start, wartet schon, lauert schon da oben.
Okay, besonders effektiv ist das nicht mit dem EBR, muss ich sagen. Diese Kreise von dem Arti, von den Arti-Einschlägen da auf der Minimap, das haut ja irgendwie auch nicht ganz hin, oder? So, Thunderclap drüben jodelt in die Mitte. Da fühle ich mich doch wie berufen, da direkt mal gegen zu jodeln oder von hinten nochmal rein zu kloppen. Ah, springt schön der EBR. Gute Flughaltung. Ich weiß nicht, ob da nochmal was angepasst wurde. Einfach irgendwie drauf, wird schon klappen. Irgendein Schuss trifft schon mal. Eins. Gut. So. Von der Feelingsflak möchte ich mich fernhalten, weil das Ding ist sehr eklig im Nahkampf. Ich glaube, ich gehe mich dann da hinten gleich mal mit den Artis beschäftigen. Okay, EBR ist witzig, ist schnell, aber ich muss sagen, vom Feuerspaß, ja, also tatsächlich Feuerspaß, ist das nicht ganz so das Wahre. Ja, try harder mit euren Artis, komm, try harder, Jungs. Ich kann euch jetzt nämlich holen hier hinten in eurer Ecke. Oh shit, nee, okay, man hat sich okay, gut aufgepasst von unseren Leuten. Wurde einfach quasi weggelötet, der TVP, der verteidigen wollte. Ah ja. Sehr gut, das funktioniert wunderbar. Nochmal nachladen. Die Ardi ist auch schon raus. Okay. So, und jetzt möchte ich mich ja neben so einen Thunderclap stellen und ihm einfach mal ein komplettes Magazin in die Seite reinjagen oder ins Heck am besten. Mal gucken, ob das geht. Ja, der hat kaum kaum Panzer drin hier. Noch mehr Schaden, na gut. Das beschreibt den Modus ganz gut, ne? Das ist einfach ein Modus für Kaputte. Leute, die fertig mit der Welt sind, die fertig mit dem Game sind, die einfach nur nochmal die Sau rauslassen wollen. Genau so. Schönes Mahnmal hier. Sehr geil. Dann probieren wir mal den PTV 51 aus. Haben diese Namen irgendeinen historischen Kontext? Oder hat sich das WG einfach nur aus dem Ass gezogen? 57 mm, 190 Durchschlag, 700 Schaden pro Sekunde. Schaden pro Sekunde, 700, ja. What the fuck, okay, gut. Durchschlag ist natürlich wieder eher meh. Deswegen gilt's ranzufahren bzw. Gegner zu flankieren. Na gut. Witzige Modelle auf jeden Fall, ne? Mit diesen besonderen Türmen. Man erkennt die Grundlage, die Basis auf jeden Fall wieder. Aber man hat sich auch ein paar Gedanken gemacht, um das Ganze dann doch etwas abzugrenzen. Optisch abzugrenzen. Ein Käfig hinten dran, okay. So. Es kommt niemand mit auf den Hill, außer der andere TVP, aber gut, das ist okay. Kriegen wir hin. Und was ist das denn jetzt für eine Mechanik? Aha, das ist wahrscheinlich... Okay, das sollen wir jetzt... Ja, das ist auch eine Magazinmechanik. Hier sind bloß die einzelnen Schüsse dargestellt. Okay, das klingt anders verrückt. Das klingt eindrucksvoll, muss ich sagen. Ja, sind nicht ganz so viele Schüsse. Die Schüsse machen aber halt natürlich mehr Schaden. Ne? Wahnsinn. Okay, das waren jetzt auch nur 25 Shots. Aber wie schieße ich denn bitte 25 Shots auf zwei Kanonen verteilt? Boah, das war einfach so 1000 Schaden. Okay, das hat Potenzial. Okay. Und das mit 15 Sekunden Reload. Das ist ja böse, doch. Das ist mal richtig böse. Komm ran, wir killen den einen hier. Und dann können wir uns um den anderen kümmern. Komm ran, nicht wegrennen. Kennt mich nicht wirklich frontal, ne? Ach, da kommt noch ein anderer hinterher. Langweilig, damit. Die haben einen Nerven lieber als wir. Jetzt bin ich auch mit den meisten Schüssen abgeprallt, weil ich dieser Feelingsflak gerade auf die Wanne geschossen habe, glaube ich gerade, ne? Da wäre es, glaube ich, smarter gewesen, auf den Turm zu schießen. Okay, gut. Ja, bisschen schade. Ein Dritter auf dem Hügel wäre ganz geil gewesen. Der Thunderclap ist natürlich auch alles andere als langsam, realisiere ich gerade. Okay, gut. Wir hätten die eine Flak gleich killen müssen da am Hill. Jetzt haben wir keine Chance. Wir kommen auch nicht weg. Die Flak ist schneller als wir. Das ist ja quasi TVP gegen Objekt 140. Obwohl der TVP im Spiel, also im normalen Spiel, auch ein bisschen schneller wäre. Das ist die Arti.
Okay, klingt auf jeden Fall sehr eindrucksvoll. Das finde ich cool. Also den Geschütz-Sound, die haben sie sehr gut hinbekommen. Auch wenn ich nicht weiß, ob das in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise realistisch ist. Aber klingt auf jeden Fall geil. Die Maus, die genießt gerade hier Flakfeuer von allen Seiten. Jawohl. Ja, lass dir schmecken. So, die kriege ich auseinandergenommen, die Kiste. Kommt er? Ja, er kommt. Das Klappern der Patronenhülsen ist auch sehr geil. Das verkauft das Ganze nochmal sehr gut. Nochmal ein Stückchen besser. Ja, okay, bei dem, merkt euch, bei diesem Objekt 140, also bei dieser Vierlingsflak immer auf die, auf den Drum schieben. Wenn ich jetzt einmal klicke, werden zwei Schüsse abgegeben. Warte mal. Doch. Aber ich habe mit dem ersten Schuss 25, mit dem ersten Clip 25 Schüsse abgegeben. Heißt es dann, wie funktioniert denn das? Hat jedes Geschütz... Jedes Geschütz wird wahrscheinlich einzeln von einem Patronengurt gefüttert, sozusagen. Und der eine Patronengurt war einfach länger als der andere. Oh, das ist sehr effektiv. Krass. Das waren jetzt nicht mal alle Schüsse, die da gerade trafen. Gut, dann flankieren wir hier unten rum. Die beiden Thunderclaps sind da oben unterwegs. Die Flakmaus, die eine Feelingsflak steht in der Basis, aber dann fehlt noch eine weitere Feelingsflak. Die war mal. Doch, die war schon mal auf. Wo war denn die? Auf dem Hügel? Ich sehe sie gerade gar nicht. Ja, flankieren wir einfach mal richtig mit, das wird schon schief gehen. Ne, ich fahre mal noch ein Stück näher ran, aber. Nee, komm, draufhalten. Flakmaus zerstört. Geht gut ab, okay. Nice. So, da kämpft der eine Dude und der andere ist wahrscheinlich tatsächlich auf dem Hügel unterwegs, ja. Ich ignoriere ihn mal, da haben wir genug Leute, die den holen werden und, was sehe ich denn hier in der Ecke? Kleines Heimars hier. Oh, wow. Fühlt sich befriedigend an, eine Arti in so kurzer Zeit mit so einem geilen Ganzhound rauszunehmen. Das kann ich auf jeden Fall festhalten. Diese ganzen kleinen Einschusslöcher, das ist auch witzig. Das ist eigentlich eine weitere, oder ich glaube auch eine weitere Limitation der ganzen Spielmechanik, die ganzen Einschusslöcher darzustellen. Ne, also render doch mal 1000 Einschusslöcher an einem Fahrzeug hier, das geht ja überhaupt nicht. Irgendwann müssten ja auch sozusagen ganze Panzerungsplatten oder Teile des Panzers einfach abfallen, weil sie nur noch irgendwie durch kleine Stückchen zusammengehalten werden. Ja, also so ganz geht das noch nicht auf. Ah gut, das wäre dann auch noch rein optisch. So, Thunderclap und Proof. Das können wir holen. Oh, guten Morgen. Digga, das Ding geht ab. Das ist krass. Ich würde fast sagen, bisher mein Favorit. Einfach weil die Kanone so zuverlässig so viel Schaden machen kann. Wahnsinn. Die Arti, okay. Die schießt ja hier auch wieder über die halbe Karte und das ist so genau. Wahnsinn. Alright, gut. Ja, TVP macht auch Spaß, geht gut ab. Gar nicht so verkehrt. Und auch hier wieder an der Stelle frage ich mich, was möchte WG damit bezwecken? Testet man hier in World of Tanks 2.0 mit modernen Fahrzeugen und modernen Munition und Mechaniken, obwohl moderne Munition ist es ja noch gar nicht. Aber das wäre dann vielleicht auch nur eine Kleinigkeit oder nebensächlich. Die beiden Artis tatsächlich mit Top-Damage hier haben nur jeweils eine geringe Anzahl an direkten Treffern und jeweils auch nur einen Durchschlag, aber trotzdem in der Summe mit dem meisten Schaden gemacht in der Runde. Krasse Shit. So, und jetzt begebe ich mich auch auf die dunkle Seite, wenn ich da nicht schon bin. In die Hölle komme ich sowieso, dafür habe ich schon viel zu viel EWR gespielt. Zeit, diese Badget-Arti hier auszupacken. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber let's see. Ich sehe auch schon. 109 dieser Badget-Artis sind in der Queue. Und nur ganz wenige aller anderen Fahrzeuge. Deswegen war die Queue-Time jetzt mit den anderen Fahrzeugen auch so kurz. Okay, verrückt. Na gut, ich gehe dann nochmal einen Kaffee trinken. Geht los, na dann. Okay, was soll das hier sein? Sind es
Das sind Sprenggranaten. 150 mm Sprenggranaten, 500 Schaden, 48 Durchschlag, 300 Meter Sekunde, 15 Meter Schadenradius. Das hat jetzt wahrscheinlich, okay, nicht ganz, etwas mehr als Hälfte des Alpha-Schadens der Standardmunition, dafür aber doppelten Durchschlag. Okay, fliegt genauso schnell, hat kaum Schadenradius. Okay, gut. Und das Ganze basiert auf der französischen Batchet-Automoder-Arti auf Stufe 10. Die laden ewig nach, sehe ich gerade. Okay, und das Ding ist sehr mobil. Turm dreht auch verhältnismäßig schnell. Gut, ist wahrscheinlich auch so gedacht, um damit mitspielen zu können, ne? Ja, gucken wir mal. Fahren Leute in den Süden, fahren in den Norden. Ja, alles will in die Mitte fahren, aber ich denke, da fahre ich einfach mal in die Mitte mit. Und dann vielleicht nicht direkt im direkten Richten, sondern... Oh, oh. Sondern so auf halbe Distanz sozusagen. Okay, na dann. Guten Morgen, TVP. Ach, ich bin immer voll eingeaimt. Das heißt, das ist einfach 100% RNG? Ich klicke nur einmal, das war's. Das ist ja wie für Arty-Spieler gemacht. Man sollte Arty-Spieler ja auch nicht überfordern, das ist wichtig. Ne? Sensible Spezies. Wichtig, dass man sie damit nicht mit allzu vielen Aktionen die Minute irgendwie überfordert. Ganz wichtig. Also ich habe jetzt quasi zweimal geklickt. Jetzt darf ich wieder eine halbe Ewigkeit warten. Zack, bin direkt wieder voll eingeaimt. Mache jetzt wieder gleich einen Linksklick. Hopp. Nochmal einen Linksklick. Nee, ich feuer ja noch. Jetzt habe ich mich kurz bewegt. Zack, und das war's. Und jetzt lade ich wieder 25 Sekunden nach. Ich hoffe, niemand fühlt sich auf die Füße getreten. Okay, ihr dürft spielen, was ihr möchtet. Ihr landet trotzdem in der Hölle, Arty-Spieler. Aber das ist irgendwie... Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das ist ja gar nichts. Also, das ist ja wirklich gar nichts. Ich drücke einmal und dann gebe ich den Rest quasi an den Würfel ab. Ich spamme jetzt einfach mal mitten rein hier zwischen die beiden. Gleich nochmal. Ja, den einen habe ich gekillt. Und ich habe auch schon 3000 Schaden gemacht. Einfach so. Okay. Leute, ihr müsstet mal da oben mit in den Fight rein. Ich weiß nicht, auf wen ihr wartet. Das ist alles gespottet. Die meisten Gegner sind in der Mitte unterwegs oder campen in der Gegnerbasis. Da oben ist auf jeden Fall niemand zugange. Links? Hier? Ihr müsstet dann auch mal bitte mit eingreifen. Gut. Interesting. Ich kann es vielleicht davon halten soll. Aha. Ja. Also interessant, oder für euch gut zu wissen, ist, dass ich quasi immer weiter die Kanone noch ausrichten kann. Ich gebe sozusagen einmal den Feuerstoß ab oder das Kommando zum Feuern und dann werden die restlichen, die ganzen Schüsse einfach abgegeben, aber ich habe die Möglichkeit noch mit dem Ziel nachzujustieren. So, können wir dem direkten richten? Das muss doch so im EBR auch wehtun, nicht? Jo, nehmen wir in den Sandwich. Ich komme. Ah, du haust jetzt aber nicht ab, bitte, mit deinem Jochen. Komm mal, dreh mal hier wieder rein, bitte. Hey. Komm ran, Bruder. Nein. Komm ran jetzt hier. Hallo. So macht man das. Warte. So macht man das. Also, ich war ja noch gespottet. Okay, so macht man es nicht. Okay, es ist nicht das, was ich erwartet hatte, aber irgendwie holt es mich trotzdem ab. Es ist witzig. Auch diese Raketenmechanik, es sieht zum einen sehr eindrucksvoll aus und es hört sich auch sehr eindrucksvoll an. Okay, das muss man definitiv nochmal machen. Das ist witzig. Das ist die Arty-Map aller Arty-Maps. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie sich die Flugkurve bei diesen Raketen verhält. Das heißt, kann ich auch kurz und steil schießen oder kann ich nur weit und flach schießen? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das bei modernen Artilleriesystemen der Fall ist, ob die eher
ob die quasi auf jegliche Distanzen schießen können. Ob sie dann halt einfach höher schießen. Ja, also ich glaube, so ist das, ne? Welche Heimas-Systeme. Okay, ich park mal hier so in einem Busch. Hoffe, dass ich aus der Mitte nicht gespottet werde. Und dann würde ich direkt mal ein paar Schüsse hier draufjodeln auf die Gegner. Hast du Spaß? So brain dead. Okay, ich will mal gucken, ob sich das Kontern deswegen einfacher gestaltet. Ich halte einfach mal Ausschau nach den gegnerischen Artis. Da drüben fliegt was. Kann ich... ich kann gar nicht so weit schießen. Aber bis hierhin könnte ich schießen, okay. Na gut, egal. Ich bin gleich wieder nachgeladen. Ich würde dem Kollegen einfach... Obwohl, wir gehen mal auf den Jagd hier, der spielt so offensiv. Also so leicht gestaltet sich das Kontern nicht, weil die Raketen werden irgendwie erst sehr spät gerendert, habe ich den Eindruck. Ja, die beiden Gegner Artis stehen, glaube ich, beide da. Jetzt ballern sie gerade nicht. Ja doch, ja, hier sieht man es. Okay. Ah, okay, ich fahre mal näher ran, versuche die zu kontern. Genau da mehr oder weniger. Okay, gut. Das wäre witzig, wenn mir das gelingen würde. Na gut, erstmal ein bisschen reinballern noch. Im Kontern bleibt dann auch noch genügend Zeit. Aha, jetzt treffe ich zum Beispiel gar nicht. Ja, das war wahrscheinlich einfach jetzt ein zu flacher Winkel, den ich hier versucht habe. Oh, ich habe einen EBR in der Packe. Team, hilft mir bitte. Aua, 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 aua. Team. Vorsicht, da kommt einer rein. Ich bin nicht tot dran. Leute, bitte, könnt ihr mit dem vom Leibe halten? Kommt, Jungs. Der steht ja fast. Komm. Okay. EBRs kann man gut zusetzen. Einfach, weil man die Räder beschädigen kann und dann fahren sie nicht mehr. Gut, jetzt ist leider nichts mehr mit Kontern hier, weil die Artis schon gespottet, aber in Ordnung, ich fahre einfach mal mit. Das ist cool, man kann wesentlich offensiver mit den Artis mitspielen, weil sie mobiler sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Sache ist, die ich mir im normalen World of Tanks auch wünschen würde, aber grundsätzlich abgeneigt wäre ich dem, glaube ich, nicht gegenüber. So, ich halte hier nochmal rein. Das sieht schon eindrucksvoll aus, kann man nichts sagen. Das sieht schon enorm geil aus. Sehr geil. GG-Team 8:1, komplett wegrandaliert das Gegnerteam. So, Mr. Jagdpanzer hier hinten. Oder Sturmgeschütz, sollte ich sagen. Gleich bin ich nachgeladen und dann bekommst du wieder die volle Dröhnung. Kann natürlich sein, dass ich gleich vom gegnerischen Sheridan hier geholt werde. So, wir begutachten das Ganze hier aus der Third-Person-Ansicht. Es ist jetzt auch bei der Art nicht so, dass man kann direkt beide Salven an einem Stück sozusagen abfeuern. Es ist halt auch nicht so, dass die Kanone dadurch genauer oder ungenauer ist. Das ist dann halt einfach alles Würfelglück. Ja. Wenn World of Tanks zum Würfelspiel wird. Gut, es ist ja sowieso schon, aber noch mehr zum Würfelspiel wird. So, kriege ich den geklatscht hier? Hallo? Es ist so dämlich, aber geil. Voll auf die Fresse, diesem Sheridan. Gut. Minus. Ja, also. Wie gesagt, ein paar abschließende Gedanken vielleicht dazu. Ganz große Fragezeichen hier über meinem Kopf. Ich weiß nicht, was WG damit bezwecken möchte. Wahrscheinlich soll es jetzt erstmal ein eigenständiger Modus bleiben und Wargaming tobt sich hier aus. Einfach nur, um Spielern zu zeigen, hey, guckt mal, wir könnten auch das, wenn wir würden. So kommt mir das vor. Oder um der Konkurrenz zu zeigen, ah, guck mal, Raketensysteme, das können wir auch. Autokanonen, das kriegen wir auch hin. Das schafft unsere Engine auch. Aber sonst, einen tieferen Sinn kann das doch irgendwie nicht haben, oder? Lasst mich gern wissen, was ihr von dem Modus haltet. Lasst mich gern wissen, was ihr da so rein interpretiert, wo das Ganze vielleicht enden könnte, wo das eventuell hinführen könnte.
Ich freue mich immer, von euch zu hören. In dem Sinne, habt ein spannendes Wochenende und wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Peace.